Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zur Lektion 121 und zum erfolgreichen Absolvieren der dritten Wiederholung, die wir mit Lektion 120 beendet haben. Und wir jetzt einsteigen in eine Idee, in der dann wahres Glück gefunden wird. Und da dieser Kurs keine weltlichen Ziele verfolgt, sondern zum Ziel hat, dass das einzige Ziel, was dich wirklich interessieren könnte, tatsächlich erreicht wird, und zwar nicht durch die Regeln und Angebote der Welt, sondern durch etwas, was wirklich effektiv ist und daher tatsächlich dich betrifft. Und wenn du dir das anschaust, dass alles, was du bisher getan hast und wovon du dachtest, dass du tun müsstest, dich gar nicht wirklich involviert hat. Natürlich war es dein Involviertsein in die Welt und in das Glaubens- und Denksystem der Welt, aber es hat dich gar nicht wirklich erreicht. Es hat dir gar nicht wirklich Frieden gebracht. Und jetzt schauen wir uns das an, was der Schlüssel zu dem ist, was du wirklich willst. Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Lektion 121 aus dem Übungsbuch vom Kurs im Wundern, der in dieser Version im Greuthof Verlag erschienen ist. Eine weitere Übersetzung ist in Arbeit. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich bin gerade hier im Restaurant beim Hermannsdenkmal in Detmold und es ist der 1. Mai in Raum und Zeit, in diesem Gefüge, in dem wir uns bewegen, und es ist viel Action. Ihr seht bestes Wetter draußen, die Leute sind unterwegs und genießen das Wetter. Deswegen ist es hier im Restaurant ein bisschen laut. Ich hoffe, es kommt gut an. Nebenan ist mein Kleiner, der die Spielecke erobert und den Müllwagen gefunden hat. Also rechnet mit kleinen Unterbrechungen. Aber Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Hier ist die Antwort auf deine Suche nach dem Frieden. Hier ist der Schlüssel zur Bedeutung in einer Welt, die keinen Sinn zu haben scheint. Wow, allein dieser Satz kann dich komplett abholen. Ja, deine Suche, egal wie weit du zu sein glaubst, innerhalb deines Voranschreitens in der Welt, in Zeit, es holt dich immer ab, weil es tatsächlich dir zeigt, dass dein Voranschreiten in Zeit, ein Voranschreiten innerhalb eines Glaubens, deines eigenen Glaubens ist, der dir etwas zeigt, was nicht ist. Es holt dich immer schneller ab, als du es dir selbst zugestanden hättest. Also es war tatsächlich bedeutungslos. Und lass es zerrinnen, es war wirklich nichts. Und lass dich wiederherstellen in dem Gewahrsein dessen, was wirklich ist, durch deine Vergebung. Hier liegt der Weg zur Sicherheit in scheinbaren Gefahren, die dich auf Schritt und Tritt zu bedrohen scheinen und alle deine Hoffnung, jemals Ruhe und Frieden zu finden, ungewiss werden zu lassen. Hier finden alle Fragen eine Antwort. Hier ist das Ende aller Ungewissheit endlich sichergestellt. Eine Brille hat Joshua gefunden. Setz sie mal auf, Joshua. Setz sie mal auf, die Brille. Der Geist, der nicht vergibt, ist voller Angst und lässt der Liebe keinen Raum, sie selbst zu sein und keinen Platz, wo sie in Frieden ihre Flügel öffnen und sich über den Tumult der Welt erheben kann. Schöne Brille, Joshua. Das ist eine schöne Brille. Upsa. Der Geist, der nicht vergibt, ist traurig, ohne Hoffnung auf eine Ruhepause und Erleichterung aus dem Schmerz. Er leidet und verharrt im Elend, spät in der Dunkelheit umher, ohne zu sehen, doch überzeugt von der dort lauernden Gefahr. Wow. Ja, also du fristest sozusagen deine Tage mit dem Trost, dass mit dem Trost, dass du dich isolieren kannst. Und natürlich ist das ein wahnsinniger Trost, weil du in der Isolation nichts hast. Du bist buchstäblich in der Wüste und sagst, dies ist mein Zuhause. Dabei gehört das Königreich, das Himmelreich jetzt dir und hat schon immer dir gehört. Seit Anbeginn, bevor Zeit begann und nachdem Zeit endete. Und das ist immer dieser Moment. Also erlaube uns, lass uns nicht nur dir, sondern den Tausenden, die hinter dir stehen, deinem Bruder die Erlaubnis, jetzt in ein neues Gewahrsein deiner selbst zu kommen. Den Geist, der nicht vergibt, zerreißt der Zweifel. Er ist verwirrt über sich selbst und alles, was er sieht. Er ist voll Angst und Ärger, schwach und polternd, voll Angst voranzugehen und voller Angst zu bleiben. Voll Angst aufzuwachen oder einzuschlafen, voll Angst vor jedem Laut und noch mehr vor der Stille.
voll Angst vor jemandem, noch voll Schrecken vor der Dunkelheit, doch noch mehr voller Schrecken vor der Näherung des Lichts. Und du siehst, dieses Training ist also nicht wirklich, ja, es ist dazu gedacht, dir die Ecksteine der Angst anzuschauen. Aber es ist ein Training darin, keine Angst vor der Liebe zu haben. Die Liebe nicht mit den Eigenschaften der Angst auszustatten, sondern zu sagen, wow, du bist das, was Liebe ist und was sich nach sich selbst sehnt. Und darin merken wir, wow, ich brauche hier wirklich eine Führung, ich brauche hier wirklich einen Kompagnon, einen Lehrer, einen inneren Lehrer, der mich durch diese Angst führt. Und das ist der Heilige Geist, das ist Jesus oder wen auch immer du dann hast, der als Meister oder als jemand, der es vollbracht hat, dir zur Seite stehen soll und dir diesen Moment, in diesem Moment den Schleier der Angst durchdringt, mit deiner Sicht, dass deine Sicht in der Lage ist, dass du in der Lage bist, deine Sicht nicht an Wahrnehmung hängen bleiben zu lassen, sondern sagst, okay, meine Wahrnehmung dient nur dazu, meine Sicht ins Unendliche gehen zu lassen und die Schau Christi in mir erstehen zu lassen. Das ist alles, wofür ich hier bin. Egal, wie sehr du gerade noch in der Welt verhaftet warst und dachtest, es wäre real und du würdest darin irgendjemand sein mit so und so guten oder so und so schlechten Eigenschaften, diesen Weg zu befolgen, es ist alles schon vergangen. Also bleib nicht in diesen Argumenten des Egos hängen, sondern sei vergewissert, du bist vollkommen. Der Geist, der nicht vergibt, sieht keine Fehler, sondern nur Sünden. Ja, du bist dann, okay, du kannst natürlich das überall hin projizieren, kannst es auch auf dich selbst projizieren und da dann hängen bleiben und sagen, ja, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so gut, ich bin noch nicht, ich verstehe das noch nicht so ganz, ich bin noch nicht so erleuchtet. Das ist der Glaube an Sünde. Ui, was ist das denn? Ein Hund? Ja. Oh, wow. Wie macht der Hund? Schleck, schleck, schleck. Er schaut die Welt mit Augen an, die nicht sehen, und er schreit auf, wenn er sieht, wie seine eigenen Projektionen sich erheben, um seine elende Parodie des Lebens anzugreifen. Er will zwar leben, wünscht jedoch tot zu sein. Er will Vergebung, sieht jedoch keine Hoffnung. Er will entrinnen, sieht aber keinen Ausweg, weil er nur überall das Sündige erblickt. Und das beschreibt meine Erwachensphase, worüber ich mir in meinem Erwachen gewahr wurde, dass ich unglaublich Angst hatte vor einem ganz normalen Tag, in einer ganz normalen Situation. Und ich ein Bedürfnis nach Leben hatte, aber eigentlich die Anstrengung der Suche nach des Lebens am liebsten hätte übersprungen, um direkt in den Frieden des Todes einzugehen. Dass ich damit überhaupt nichts mehr zu tun habe, mich überhaupt mit irgendwas beschäftigen zu müssen. Und das ist natürlich Depression. Und es hat mich aber motiviert, Schritte zu gehen. Es hat mich motiviert, mich dem Geistestraining des Kurses zu öffnen, weil ich wusste, okay, ich muss Schritte machen, ich muss mich bewegen in eine Richtung. Und es liegt an mir, tatsächlich, mich in etwas zu bewegen, was für mich funktioniert. Und da war der Kurs für mich da, ich konnte den Kurs hören, konnte ihn akzeptieren und habe die Übung so gut gemacht, wie ich konnte, habe den Lektionen so gut, wie ich konnte, meine volle Aufmerksamkeit gegeben, weil ich wusste, das ist es, was ich gesucht habe. Hier nimmt mich jemand an die Hand. Und es ist nicht jemand, der irgendwie glaubt, dass er irgendwo zu einem gewissen Ziel, zu einem bestimmten Ziel kommt, sondern hier ist jemand, der in der Gewissheit des einen totalen Zieles steht und weiß, dass er mich dorthin führen kann, weil er mich dorthin geführt hat. Und das bin ich und gebe es an dich weiter, diese Gewissheit. Und das bist du, der du mich lehrst, dass du mit mir in dieser Gewissheit stehst, in diesem Moment. Und dass hier unser Ziel erreicht ist. Und wir unser Gewahrsein einfach weiter öffnen für diese Tatsache. Und dennoch sieht er sein Urteil über diese Welt als unwiderruflich an und sieht nicht, dass er sich selbst zu dieser Hoffnungslosigkeit verurteilt hat. Er denkt, er könne sich nicht ändern, denn was er sieht, legt Zeugnis dafür ab,
dass sein Urteil richtig ist. Er fragt nicht, weil er denkt, er wisse. Er zieht auch nicht in Zweifel, weil er gewiss ist, Recht zu haben. Auswegslose Situation. Vergebung wird erworben. Sie ist dem Geist nicht eigen, der nicht sündigen kann. Ja, Gott hat uns nicht mit der Fähigkeit zu vergeben erschaffen, weil es in der Schöpfung keinen Bedarf für Vergebung gab. Da Sünde eine Idee ist, die du dich selbst gelehrt hast, muss die Vergebung ebenso von dir erlernt werden, aber von einem Lehrer, der anders ist als du und der das andere selbst in dir verkörpert. Durch ihn lernst du, wie du dem selbst vergeben kannst, von dem du denkst, du habest es gemacht und wie du es vergehen lassen kannst. So gibst du ihm, der dein Selbst ist und der nie sündigen kann, deinen Geist als eins zurück. Jeder Geist, der nicht vergibt, gibt dir eine Gelegenheit, deinen eigenen Geist zu lehren, wie er sich selbst vergeben kann. Ein jeder Geist wartet darauf, durch dich befreit zu werden aus der Hölle und wendet sich an dich. Okay, noch einmal, lass uns den Satz nicht überlegen. Ein jeder Geist wartet darauf, durch dich befreit zu werden aus der Hölle. Ja, ist das vielleicht zu viel von dir verlangt oder ist das genau das, wo deine Größe zur Geltung kommt und das tatsächliche Erfüllen deiner Funktion? Und wendet sich an dich und fleht dich um den Himmel hier und jetzt an. Und die Ausrede, hey, ich bin hier gerade bei Lektion 121, ich kann das noch nicht, zählt nicht. Okay, Jesus würde es nicht hier in Lektion 121 reinschreiben, wenn es nicht jetzt die Fähigkeit deines Geistes wäre, die Welt aus der Hölle zu befreien. Jeder Geist, okay, für wen ist das? Das ist immer für mich. Danke, Jesus, danke für die Erinnerung. Er ist ohne Hoffnung, du aber wirst zu seiner Hoffnung und indem du seine Hoffnung bist, wirst du zu deiner eigenen. Der Geist, der nicht vergibt, muss durch deine Vergebung lernen, dass er aus der Hölle erlöst worden ist. Und so, wie du Erlösung lehrst, wirst du sie lernen. Doch all dein Lernen und dein Lehren werden nicht von dir sein, sondern von jenem Lehrer, der dir gegeben ward, um dir den Weg zu weisen. Heute üben wir uns darin, Vergebung zu erlernen. Wenn du gewillt bist, kannst du heute lernen, den Schlüssel zum Glück zu nehmen und ihn für dich zu nutzen. Wir wollen 10 Minuten morgens und wieder 10 Minuten abends verwenden, um zu lernen, wie wir Vergebung geben und sie auch empfangen. Ja, wie wir sie lernen und sie auch empfangen. Wie wir sie geben und auch empfangen. Der Geist, der nicht vergibt, glaubt nicht, dass Geben und Empfangen dasselbe sind. Wir wollen jedoch heute zu lernen suchen, dass sie eins sind, indem wir üben, jemandem zu vergeben, den du als Feind betrachtest, und auch jemand anderem, den du als Freund ansiehst. Und dadurch, dass du lernst, dass sie beide als eins anzusehen, werden wir die Lektion auf dich ausdehnen und sehen, dass sie entrinnen auch das Deine barg. Okay, bist du bereit? Beginne deine längeren Übungszeiten damit, dass du an jemanden denkst, den du nicht magst, der dich zu reizen scheint, jemanden, dem du nicht gerne begegnen möchtest, jemanden, den du aktiv verachtest oder den du bloß versuchst zu übersehen. Es ist nicht wichtig, welche Form dein Ärger annimmt. Wahrscheinlich hast du ihn schon ausgewählt, er wird der Richtige sein. Jetzt mach deine Augen zu, sieh ihn vor dir in deinem Geist und schau ihn eine Weile an. Versuche irgendwo in ihm ein wenig Licht zu sehen, einen schwachen Schimmer, den du nie bemerkt hast. Versuche irgendeinen kleinen Funken Helligkeit zu finden, der durch das böse Bild hindurchscheint, das du dir von ihm machst. Sieh dieses Bild an, bis du irgendwo in ihm ein Licht erblickst und dann versuche, dieses Licht sich ausdehnen zu lassen, bis es ihn umfängt und aus dem Bild ein schönes und ein gutes macht. Sieh eine Weile diese veränderte Wahrnehmung, dann wende deinen Geist jemanden zu, den du als Freund bezeichnest. Versuche das Licht, das du um deinen ehemaligen Feind sehen lerntest, bleib mal hier, Joshua, bleib mal hier, auf ihn zu übertragen. Nimm ihn jetzt als mehr als deinen Freund wahr, denn in diesem Licht zeigt seine Heiligkeit dir deinen Erlöser, erlöst und erlösend, geheilt und ganz. Lass ihn dir dann das Licht anbieten, das du in ihm siehst, und lasse deinen Feind und Freund sich vereinen, um dich mit dem zu segnen, was du gegeben hast.
Jetzt bist du eins mit ihnen und sie mit dir. Jetzt ist dir von dir selbst vergeben worden. Vergiss tagsüber nicht die Rolle, die die Vergebung dabei spielt, jedem Geist, der nicht vergibt, und deinem unter ihnen Glück zu bringen. Sage dir jede Stunde, Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Ich will vom Traum erwachen, dass ich sterblich bin, fehlbar und voller Sünden, und erkennen, dass ich Gottes vollkommener Sohn bin. Danke dir. Wir sehen uns in einem Augenblick. Ich hole meinen Kleinen jetzt ab, mal gucken, wo er steckt. Und danke für deine Vergebung. Sei gesegnet.